So, da sind wir wieder, nachdem wir hier mühsam das Tor geöffnet haben, sind wir hier jetzt in einer recht schönen Landschaft. Eigentlich auch nicht. Aber ich kann es nicht oft genug sagen, es ist schon gut gemacht. Es ist schon schön. Sehr detailliert. Schau dir diese Rinde an. Okay. Also, wir gucken mal, was uns erwartet. Da ist ein Fähnchen. Direkt Gänsehaut. Alter Schwede, hier sind ja überall Augen. Ist ja ekelhaft. Ich will meine Stimmen wieder. Die waren weniger creepy als Augen überall in den Wänden. Das ist eine Art Labyrinth raus. Hallo Tür, bist du verschlossen? Ja, natürlich bist du das. Da weht das Fähnchen im Wind. Mir sind die Augen weg, ey. Ist ja schon creepy. Das war gerade schon verzerrt, oder? Ich sollte vielleicht meine Brille mal wieder aufziehen. Jetzt sind ja auch die Augen wieder weg. Kommen wir da durch? Können wir uns ducken? Ah ja. So. Jetzt sind wir da draußen. Eisen über. Nee, das ist. Nee, das ist nicht so ein Fähnchen, okay. Ja, jetzt ist die Frage, wenn ich hier lang gehe, was. Ach, da hinten ist das große Tor. Ja, das wird wahrscheinlich eh nicht aufgehen. Scary shit. I'm watching you. Oh, sag mal, viele Raben, du. Und viele Augen, du. Wahrscheinlich sind die Raben die Augen. Ah ja. So, jetzt ist die Frage. Da sind ja da hinten auch wieder. Augen und Raben hinterher. Erstens, warum kann man hier hochlaufen? Und zweitens. Das sind hier überall Augen. Und drittens, was hat's mit dir auf sich? Ah, ich wette, wenn man hier durchguckt, hat man wieder irgendeinen verschobenen Blickwinkel. Nicht so? Na fein. Ich finde, die Idee war nicht schlecht. Hier irgendwo. Ja, auch nicht so, ne? Wohl auch nicht so. Doch, nichts mit der Fahne. Ich dachte, die sagt irgendwas. Okay, also die Fahne sagt nichts. Das Vieh sagt nichts. Keiner redet mit mir. Dann müssen wir wahrscheinlich doch zum Tor. Naja, probieren wir es halt mal. Ist da hinten vielleicht noch was? Ja, diese Augen, ey. Ekelhaft. I'm watching you. Ich bin überall. Ja. Oder so ähnlich. Another gate. Noch ein paar. You know what to do. Stay back. You have to open it. It's not safe. Don't listen
We need to focus now. You can do it. Don't touch it. Step back. To break the seal, align the ravens with the mark of Valravn. Okay. Also wirklich die Raben. Achso, die Raben. Die Ravens. Achso, halt, stopp. Das muss ja dann. Das muss man ja anders tun. Man muss ja das Siegel brechen. Ja, wie soll ich da hochkommen? Vorhin. Also. Ich habe mich ja da drauf gestellt. Und da ist man ja nicht rübergekommen. Kann man da vielleicht einfach hochklettern? Muss man da hoch? Ja, wahrscheinlich muss man da hochklettern. Kann man da hochklettern? I hear something. If you hear the song of Valravn, follow it and it will lead you to him. But be aware of his illusions. You can't always trust your eyes. It's just scary. Ich fokussiere doch. Hoch raus. Aber wie? Ja, ich follow, ja. Cool klingt, tut's ja. Kann man nichts sagen. Aber wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Bist du jetzt vielleicht auch? Wundern wird's mich ändern? Nee. Ja, da ist Feuer, ja. Also, dann fühle ich mich ein bisschen wie in dem Brett, ne? Ah, okay, vielleicht muss ich mich da hochstellen. Machen wir doch mal. Testen wir doch mal. Ich kann nicht mehr weggucken. Geändert? Nee, ne? Da hier sind überall nur noch irgendwelche Zeichen im Himmel und da soll man noch durch. What the fuck? Da war doch gerade noch kein Aufgang. Ja, oder? Das war jetzt ohne Flachs, das war doch gerade noch nicht. Hey, ich follow. Alles gut, ich follow. Hey, ich follow. Ich bin da. Valravn, challenge me. Ich möchte nicht challengen.
Ich möchte wirklich nicht challengen. Ich stein einfach mal an. Vielleicht geht er dann weg. Ich weiß ja nicht, was er da gerade beschwört. Ich habe mich nur kurz weggedreht. Was ist falsch? Aber da war das vorhin auch so. Der hatte sich da oben bewegt, auf der Brücke oben. Danach war das auch nur so eine Ego. Ja, okay, Moment. Ja, ja, er ist da hinten, schon klar. Aber ich muss ja auch dahinter. Bist du? Es ist echt creepy, hier sind auf einmal Wege. Die waren vorher nicht da. Da fühlt man sich so dämlich. Die Area verbreitert sich hier die ganze Zeit mit irgendwelchen Augen in den Wänden, was ja immer noch sehr scary ist. Und dann kommt es hier einfach voll wie der Depp vor, weil man denkt, ich finde den Weg nicht, ich finde den Weg nicht. Dabei mobben die einen voll und füllen den Weg dann einfach ein, weißt du. Halt, stopp. Ich will nicht fighten. Der sieht doch voll nett aus. Der sucht doch da eine Melodie. Der ist doch eigentlich voll nett. Ach, was soll's. Charge. Ach, ist doch. Na gut, da oben ist er. Aber wir stellen uns dem jetzt. Komm. Last winter, before the tragedy, she journeyed into the wilds of her native land, living off berries, roots, and rabbits. It's not uncommon, you see. We call such a person a Gelt. Some, like Truth, become Gelt in search of penance. Others, like Senua, to purge a curse. Those who make it back are forever changed. So, wir haben jetzt mal die Tür aufgemacht, um ein bisschen Luft anzulassen. Ist ja auch nicht verkehrt. Und, warte, wieso willst du da rüber? Nur mal so blöd gefragt. Hä? Hab ich dir gerade. Ah, ne. Ich dachte, das ist ein Zeichen von der Tür. Ja, aber warum willst du hier rüber? Also, warum kann man hier rüber? Das muss ja irgendeinen Sinn haben. Oder nicht? Nee, ich glaube, es hat keinen Sinn. Ich glaube, das ist einfach nur zum Mobben. Als wenn wir testen, ob wir runterfallen können. Aber anscheinend irgendwie nicht so. Nee, okay. Oh, na dann. Klettern wir mal hoch. Und stellen uns. Ah. Ich bin nicht dumm, der mobbt einfach nur. Ah ja, aber jetzt kann ich hier voll fokussen. Warte, das macht keinen Sinn. Wieso kann man hier Fokus nehmen? Kriegt man es doch gar nicht. She can get up now. She can get up now. What's happening? She can get up now. She can get up. It must be much. Don't. A trick. Hä? Valravan is tricking her. Valravan. How can she get up? Bait. It's him. Dark magic draws her closer. Ach so. The fuck of Emma. It's not him. He's helping. Plattform it's not verbunden. Him. It's a trick. She's doing it on her own. It's a trick. It's magic. It's an illusion. Ein gemeiner Trick.
Aber es ist okay, ist okay. Wir krabbeln halt wieder runter. Ärgert mich nur. Ich meine, es ist ja gut, wenn wir jetzt eine Treppe haben. Hilft uns ja. Jetzt müssten wir eigentlich hier das Siegel mal langsam brechen können, wa? Dass man da nicht einfach runterspringen kann, ist ein bisschen doof. Zumindest sind die ganzen Augen weg. Es war schon sehr creepy. Also, wirklich creepy. Da habe ich ein bisschen beobachtet gefühlt hier. So. Klopf, klopf. Ich bin da. Du bist ja ein Schöner. Ich will streicheln. Irgendwie ist es hier ein bisschen düster. The worst kind comes without warning. Deep and primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. Jetzt krieg ich aber nicht mehr weg. Jetzt ziehen wir es hier durch. Let's fetz. Vielleicht auch nicht. Es gibt immer einen anderen Weg. Okay. Ja, die Aussicht ist jetzt nicht so berauschend. Ne? Die Aussicht könnte schöner sein. Ich gehe nicht back. Wir sind jetzt schon viel zu weit, um back zu gehen. Es sieht immer schlimmer aus, sich an. Hier echt böses, ne? Oh no! Oh. Aber Dead Skills. Ah, jetzt ist auch dieser Schatten weg. Ist ja schön. Na, Dude? Wie ist die Luft da oben? Siehst ja nicht so gesund aus. Sollte ich mal zum Arzt gehen, Mann. Der chillt noch komischer. Ein Stein. Schöner Stein. Fels. Wie auch immer. Fuck, ey. Also regt mich doch nicht so. Ja, warte, ich bin noch zurück. Wieso gehe ich jetzt zurück? Oder kann man da zu viel Tür? Warte, war da nicht noch was? War das? Okay, und Musik weg. Ah ja, da ist so ein Sprechstein. Hallo Sprechstein. Diesmal ein Brett. Hallo Sprechbrett. Oh nein, wir haben eins vergessen. Wir haben eins übersehen. Nein. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea.
They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Ah ja. Interessant. Mich mobbt jetzt, dass wir anscheinend einen Stein vergessen haben. Naja. Oh, da macht jemand Rauchzeichen. Run to the fire. So. Alles ein bisschen zu ruhig. Ich vermisse auch die Stimme im Kopf. Ja, wieso kann ich denn nicht darunter? Kann ich hier irgendwie. Ah ja. Ich finde es ja irgendwie lustig, dass man. Das Seil nicht runterschmeißen kann, dass man vielleicht mal raufklettern kann. Aber es gibt ja kein Zurück. Like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds, perhaps never to return. Senua does, because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Ah ja. Also, ich weiß nicht, hängt schon wieder überall so Dinger. Aus. Das sieht so vertraut aus, aber irgendwie hängen ja überall so Dinger, also kann ich mich auch ein bisschen irren. Ich glaube, ich irre mich auch. Da ist schon wieder so eine verzerrte Sicht. Ich glaube, da ist was. Oh ja, erstmal Gewitter. Also müssen wir uns vielleicht mal links halten. Sagt er, muss nach rechts. Hier ist auch so verzerrt. Ist hier jetzt was? Ich will hier hinten nicht wieder irgendwas übersehen. Ah, das ist große Siegel. Interessant. Interessant. Ja. Irgendwie kommen wir über keine Brücke, ne? Muss ich dich verpassen? Nein, muss ich nicht. Zeigen ja alle auf irgendwas. Sieht zumindest so aus. Ah ja, da hinten ist ein Tor. Ja, und Buddy, wie komme ich da jetzt hin?